Hector beim Fressen zuzusehen, war nicht unbedingt das, was Coco unter Spaß verstand. Coco war schon gespannt, was laut Lister als nächstes dran war. Was hatte das jetzt mit Fernsehen zu tun? Hat sich unser Gast gut eingelebt, Coco? Vielleicht fühlte sich Hector bei Ihnen nicht zu Hause. Da erinnerte sich Coco daran, wie es in Hectors Wohnung aussah und verglich es mit seiner. Es war ganz schön anstrengend, seinen Schlafbesuch zufriedenzustellen, aber jetzt konnten sie gemeinsam Spaß haben. Hector gefiel die Monstersendung offensichtlich nicht. Vielleicht war ja diese Zahl sein Lieblingssender. Coco war sicher, dass Hector die Monstersendung besser gefallen würde als das Hundeprogramm. Du kennst die Regeln. Keine Monster vor dem Schlafen gehen. Du bekommst davon schlechte Träume und... Hey, hier sieht's ja aus wie in Hectors Wohnung. Oh, jetzt verstehe ich. So fühlt er sich wie zu Hause. Gut gemacht, Coco. Alle Affen müssen jetzt schlafen gehen. Oh, und Dackel auch. Hector war verwirrt. Was machte seine Quietschemaus da draußen? Coco konnte einfach nicht glauben, dass Hector jetzt noch mit dem Quietscheding spielen wollte. Aber es war zu spät. Nur um sicherzugehen, dass Hector ihm nicht irgendwas Wichtiges sagen wollte, überprüfte Coco nochmal die Liste. Hector wollte gar nicht spielen. Quietschemaus schlief immer in seinem Korb. Quietschemaus half Hector beim Einschlafen und hielt Albträume von ihm fern. Hector war sehr froh, einen Freund wie Coco zu haben, der extra aufstand, um Quietschemaus vom Balkon zu treten. Coco dachte sich, dass ein schlauer Affe es auch allein herausbekommen würde, wie dieses Ding funktioniert.
hatte Saft Sandro gesagt, woraus dieses Getränk bestand? Es enthält 5 Sorten Obst und Gemüse. Und außerdem noch ein ganz besonderes Etwas. Okay, 5 Sorten Obst und Gemüse. Und alle schienen rot zu sein. Äpfel sind rot. Und Paprikaschoten. Und Erdbeeren. Und Wassermelonen. Coco wusste nicht, dass das Kohl war, aber es war das letzte Rote, was er im Kühlschrank fand. 5 rote Dinge. Jetzt brauchte Coco nur noch das besondere Etwas. Roter Fisch? Warum nicht? Okay, also war roter Fisch vielleicht doch keine besondere Saftzutat. Coco wollte es noch einmal versuchen. Doch diesmal ohne Fisch. Er begann, ein Stück von allen zu nehmen. Einen Apfel, eine Erdbeere, eine Paprikaschote, ein Stück Wassermelone und ein, tja, was immer das war. Nein, das schmeckte auch nicht. Er hatte alle roten Zutaten, die er brauchte. Was war also das Problem? Coco beschloss, mit verschiedenen Mengen seiner Zutaten zu experimentieren. Er malte alles auf ein großes Stück Papier, um nicht den Überblick zu verlieren. Genug. Also fügte Coco Erdbeeren hinzu. Zu süß. Also musste mehr Paprika hinein. Es schmeckte immer noch nicht. Und den Hektortest hatte der Saft auch nicht bestanden. Vielleicht brauchte Coco mehr von diesem Zeug hier. Doch nicht. Coco dachte sich, dass mehr Äpfel nicht schaden würden. Jetzt war sein Saft perfekt. Naja, fast perfekt. Ihm fehlte nur noch das ganz besondere Etwas. Wo konnte er das bloß finden? Hallo, Coccolino, möchtest du vielleicht mal unser heutiges Tagesgericht mit dem besonderen Etwas probieren? Mit dem besonderen Etwas? Das war doch genau das, wonach er suchte. Hier habe ich ein Hackfleisch-Sugo mit extra viel Sugo. Oh, das sind Radieschen. Probier mal. Oh, vorsichtig. Radieschen sind ein bisschen sehr speziato. Das bedeutet scharf. Radieschen sind ja tatsächlich scharf. Aber vielleicht fehlte seinem Saft ja genau diese Schärfe. Gut, was? Hier, bedien dich, Coco. Du möchtest wirklich nur die Radieschen? Wiedersehen. Hallo Coco, was machst du da? Sieht aus, als würdest du einen Kanal graben. Ein Kanal verbindet 2 Gewässer miteinander.
Der Wasserpegel ist auf dieser Seite höher. Du wirst eine Schleuse brauchen. Hä? Eine Schleuse verhindert, dass das Wasser von der einen Seite auf die andere fließt. Es funktioniert so. Siehst du? Eine Schleuse hat wasserdichte Tore auf jeder Seite. Das hier ist der große See und das ist der kleine Teich. Wenn du das Tor an der Seite öffnest, steigt das Wasser in der Mitte auf diese Höhe. Ah. Ein Schleusentor ist immer geschlossen, damit das Wasser in der Mitte bleibt, wo du es haben willst. Richte dich nach der Skizze. Ich würde dir gern helfen, aber ich muss meine Kaninchen füttern. Wenn ihnen der Salat ausgeht, ist das nicht schön für sie. Bis bald. Alles, was Coco tun wollte, war, einen kleinen Fisch zu retten. Naja, jetzt waren es ein paar mehr. Coco sah sich Bills Skizze an. Die Schleuse war wichtig, um etwas von einem Gewässer zum anderen zu leiten, wenn beide nicht gleich hoch sind. Sonst läuft nämlich das Wasser einfach von oben nach unten. Ein Schleusentor blockierte zwar das Wasser, aber es hielt auch die Fische zurück. Aber mit einem zweiten Tor hinter den Fischen blieb das Wasser stehen und die Fische könnten nach Hause schwimmen. Wisch das Deck und trag dick auf. Gut so, Matrosen, gut so. Sind wir nicht brav, kriegen wir eins drauf. Gut so, Matrosen, gut so. Jetzt musste Coco die Fische nur noch in seinen Kanal leiten. Aber wie sehr er sich auch bemühte, die Fische wollten einfach nicht. Wenn er nur so etwas wie ein Fischleckerli hätte, um sie dorthin zu locken. Seit einem Jahr sind wir schon auf See. Gut so, Matrosen, gut so. Und kriegen auch. Vielleicht schmeckt Toast mit Käse den Fischen genauso gut wie kleinen Affen. Muss ich schon sagen. Steigen wir ins Kanu und schauen unseren Steg vom See aus an. Prima. Oh, Sie haben Ihr Mittag wohl schon gegessen, ha? Huh? Nein, ich... Oh. Wann habe ich das gegessen? Oh, sagen Sie, haben Sie die Paddel weggenommen? Ich lasse sie immer im Boot liegen. Ich weiß nicht. Glauben Sie mir, irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Wem erzählen Sie das, etwa mir? Ich versichere Ihnen, ich bin normalerweise ein sehr ordentlicher Mann, der nichts vergisst. Ich hätte es mir denken können. Sieht aus, als wäre ich es, der vergesslich ist. Ich hatte vergessen, wie viel Unfug ein kleiner Affe anstellen kann. Nanu, was haben wir denn hier für eine Konstruktion? Sieht fast wie eine Schleuse aus. Du bist ein verdammt schlaues Äffchen, was? Ich bin wieder da! Und Gundi hat keine Zahnschmerzen mehr. Hast du den Fisch gerettet? Aha! Coco hatte 5 Fische gerettet. Wow, das ist ja genial, Coco. Aber der einsame Fisch ist ja immer noch da drin. Ah. Hey, gib mir meinen Hut zurück, kleiner Affe. Im Ernst, ich brauche ihn. Ich bekomme sonst einen Sonnenstich. Das ist nicht fair. Ich habe doch keine Affenbeine, siehst du? Bleib stehen! Warte, so warte doch!
Ja, das macht dir bestimmt Spaß, aber ich muss dringend zurück zu meiner Arbeit. Coco hatte nicht gewollt, dass der Hut nass wird. Oder der Mann. Aber jetzt konnte Coco nicht länger warten. Er musste nach dem Baum sehen. Wir sind der Pflanzenspaßverein und wir sitzen im Wald allein. Wir haben uns im Wald verirrt und wir sind deshalb so verwirrt. Wer hilft? Winnie und Vicky, bitte. Wir haben uns nicht verirrt, wir sind nur am falschen Ort. Mein Kompass sagt Folgendes. Dort ist Norden, in dieser Richtung Süden und Osten und Westen sind hier und hier. Aha, aber ohne Karte hilft uns das auch nicht weiter. Wissen Sie was? Wir können unseren momentanen Standort mit Hilfe der Zeiger dieser Analoguhr bestimmen. Wir müssen nur ganz genau wissen, wie spät es jetzt ist. Wissen Sie, wie spät es jetzt ist? Ich glaube, ich habe da noch eine andere Idee. Wie wäre es, wenn Coco auf einen Baum klettert und... Oh nein, ich habe Coco auf dem Baum vergessen. Coco, wo bist du? Coco! Wenn Coco nur etwas einfallen würde, wie man die Äste wieder an den Baum bekäme. Er brauchte etwas Klebriges. Etwas wirklich Klebriges wie... Schlamm. Wieder eine großartige Affenerfindung. Der Baumzerstörer kam zurück. Und er wollte wahrscheinlich noch mehr Bäume zerstören. Du bist mir vielleicht ein verrückter Affe. So schnell bin ich nicht mehr gerannt, seit ich ein... Hey, wo ist meine Baumschere? Naja, dieses Ding, mit dem ich Äste abschneide. Coco, hörst du mich? Coco! Coco, was für ein Glück, da bist du ja wieder. Ja, tut mir leid, dass ich dich auf dem Baum vergessen habe. Dr. Gartenbohne, wie schön, Sie zu sehen. Entschuldigen Sie unsere Verspätung, wir hatten einen verrückten Tag. Wem sagen Sie das? Zuerst ist dieser Affe mit meinem Hut davongerannt und jetzt ist auch noch meine Baumschere verschwunden. Hey, was geht hier vor? Wo kommt der Schlamm her? Coco. Ah, verstehe. Dr. Gartenbohne hatte also Äste abgeschnitten und du hast Angst bekommen, weil du gedacht hast, dass er dem Baum wehtut. Du hättest mich bloß fragen müssen. Oh, warte. Du bist ja ein Affe. Naja, wie dem auch sei. Das hier nennt man Gehölzschnitt. Der Ast wird vorsichtig abgeschnitten und das tut dem Baum überhaupt nicht weh. Er hat recht, Coco. Das stimmt. Ich habe auch schon viele Bäume beschnitten. Verstehst du, Coco? Zu viele Äste sind nicht gut für einen Baum. Sie lassen zu wenig Sonne durch und die Früchte können nicht wachsen. Aber hey, ich bin stolz auf dich, Coco. Du hast dich ganz wie eine vorbildliche Sprosse verhalten. Deshalb schlage ich vor, dass wir dich wegen deiner Bemühungen um die Bäume als vollwertiges Mitglied in den Verband der Sprossen aufnehmen. Tolle Marco!